Ich gehe zu den Pokémon-Weltmeisterschaften und um dafür zu üben, nutzen wir das Gewinnerteam aus Stockholm. Und unser erster Gegner hat eine Variation von diesem Gewinnerteam. Wow. Ich würde hier einfach mal mit Baojian und Zamazenta leaden. Wir bringen auf jeden Fall Latios mit und zu guter Letzt Gortrom. Mit diesem sehr wilden Team hat Michael Kelch die Stockholm-Regionalmeisterschaften gewonnen. Ein sehr cooles Team, was von einem sehr starken amerikanischen Spieler gebaut wurde. Er hat es dann mit ihm gemeinsam ein wenig angepasst und dann nach Stockholm gebracht. Und ich habe jetzt hier auch diesen Leihcode. Ich kann leider euch nicht 1:1 den gleichen Leihcode aktuell zeigen, in die Videobeschreibung packen. Ich habe euch eine nachgeahmte Version reingeschickt, da das Team aktuell noch nicht veröffentlicht werden kann, aber vielleicht demnächst. Und dann würde ich das auch nochmal aktualisieren. So, wir müssen Baojian auf jeden Fall hier rauswechseln. Die Frage ist, was machen wir mit Zamazenta? Ich glaube, mit Zamazenta gehen wir erstmal auf einen Bodypress in Wulaosu. Baojian wird, wie gesagt, noch wichtig sein. Wulaosu mit dem Walschall kann mich jetzt halt einfach mit Trefferschwall weghauen. Wir könnten hier Terra kristallisieren zu Terrapflanze, aber dann ist natürlich Orkan sehr effektiv. Also alles ein bisschen knifflig jetzt hier. Ein guter gegnerischer Lead. Generell, das Team ist halt sehr wild. Ein Anti-Meta-Team, kann man einfach so sagen. Pokémon, die man aktuell eigentlich kaum sieht. Latios hat nach 9 Jahren das erste Mal wieder eine Regionalmeisterschaft gewonnen. Das ist auch krass. Und sowas wie Galalavados sieht man eigentlich aktuell kaum. Walband, Gortrom, viele coole Movesets. Und der Gegner hat einfach eine wilde Adaption gemacht und wechselt tatsächlich, beziehungsweise nicht wechselt tatsächlich, sondern greift tatsächlich mein Zamazenta an. Schade, schade. Ich dachte, hier kommt vielleicht der Angriff auf Baojian. Dann wäre es natürlich jetzt hier super gewesen. Aber dann müssen wir damit leben. Body Press kommt raus, macht sehr guten Schaden. Muss man einfach sagen. Und Meteorologe kommt in den Gortrom-Slot. Immerhin hat das hier funktioniert. Sehr, sehr gut. Und das macht auch viel Schaden. Okay, es war ein Volltreffer. Ich wollte gerade sagen. Ja, ich habe keine Offensivweste, aber so viel Schaden. Uiuiui. Ja, ich glaube, wir drücken dann hier auch einfach mal die Grasrutsche, machen einen Safe Play und drücken Body Press in Pilipper. Gegner wechselt natürlich Wulaosu raus, aber was hat er hier als Switch-In? Sein eigenes Gortrom vielleicht? Latios, okay, verstehe ich auf jeden Fall. Man hätte ja auch einen Double-Target jetzt in Pilipper machen können, aber ja, ich wollte nicht das Risiko eingehen, dass er hier einfach weiter auf Trefferschwall geht. Body Press kommt raus, macht sehr guten Schaden gegen Pilipper und Orkan besiegt jetzt hier mein Gortrom, aber ich glaube, damit kann ich soweit leben. Denn wir bekommen hier wieder Baojian rein und der Gegner kann halt jetzt nicht raus Terra kristallisieren, was sehr wichtig ist. Und deswegen gehen wir auch einfach auf einen Eiszapfhagel in Latios und dadurch, dass Baojian auf dem Feld ist, sollte Bodypress Pilipper KO'en. Und Eiszapfhagel kommt raus, wir treffen sehr gut, Latios ist down und wie gesagt, Bodypress hat gerade fast 50% gemacht. Jetzt haben wir auch noch die Fähigkeit von Baojian auf dem Feld und das ist deswegen auch so eine starke Kombination, wodurch Pilipper hier einfach besiegt wird. Aber natürlich kommt jetzt dieses Wulaosu rein, was auf jeden Fall eine Gefahr darstellt und natürlich auch das gegnerische Zamazenta. Die Frage ist natürlich, welches Zamazenta ist jetzt schneller? Denn wir sollten, glaube ich, mit dem Tiefschlag Wulaosu besiegen können und mit Bodypress gehen wir auf Zamazenta. Wasserdüse kommt raus. Oh, boah, ich hätte natürlich auch ganz gerne jetzt hier Terra Pflanze vielleicht noch eingesetzt. Ich glaube, das war schon richtig. Aber er hat sehr gut gemacht, ist damit gegen meinen Tiefschlag gut angekommen, stark gemacht. Und sein Bodypress ist schneller. Er hat wirklich das schnellere Zamazenta, obwohl wir schon ein sehr schnelles Zamazenta haben. Das ist ein Problem auf jeden Fall. Huiuiui. Gut gemacht von meinem Gegner. Hätte ich nicht gedacht, dass er hier mit der Wasserdüse agiert. Jetzt wird es auf jeden Fall schwierig, denn der Gegner ist jetzt in Wasserdüse gelockt. Das macht es auf jeden Fall schon mal ganz gut. Aber dieses Zamazenta ist jetzt halt bei vollen KP. Ja, leider wird Baojian jetzt wahrscheinlich durch die nächste Wasserdüse besiegt werden. Wir gehen trotzdem mal auf die Sancto-Klinge. Und ich glaube, wir gehen jetzt auf Terra Stahl, weil ich glaube, er geht nicht auf Bodypress, sondern auf die Stahlattacke. Jetzt müssen wir hier den Call richtig machen und drücken Scheinwerfer in Zamazenta. Denn wenn er jetzt hier Bodypress drückt, dann wäre es natürlich sehr unangenehm. Aber Rambos macht halt sehr viel Schaden und das ist ein Problem. Natürlich haben wir dann auch keine Resistenz mehr gegenüber der Wasserdüse. Ich glaube, das ist auch ein Problem. Aber ich glaube, solange Baojian auf dem Feld ist, macht einfach dieser Rambos zu viel Schaden und wir müssen jetzt halt so agieren. Wasserdüse kommt raus, besiegt leider mein Baojian. Das war wirklich ein sehr guter Play. Also hat mein Gegner sehr gut gemacht. Ich glaube, ich hätte einmal eine Runde ein bisschen aggressiver spielen müssen. Auch mit dem Wulaosu-Wechsel hätte ich das vielleicht besser machen können. Aber man muss auch einfach sagen, wie gesagt, Gegner hat gut gespielt und Scheinwerfer macht echt wenig Schaden. Er geht auf Gigantenstoß, aber dafür hätte Scheinwerfer, glaube ich, mehr Schaden machen müssen oder den Drop bekommen müssen, damit ich hier eine Chance habe. Ich glaube, wenn ich den Drop bekomme und ein bisschen mehr Schaden mache, dann kann ich einen Dual KO und so, alles cool, aber ja, das macht zu wenig Schaden. Denn nun kann mein Gegner einfach Bodypress drücken und sich so den Win verdient holen. War trotzdem ein cooler erster Kampf, den ich besser hätte spielen können, ja,
Aber ich möchte auch einfach mal appreciaten, dass der Gegner gut gespielt hat, auf jeden Fall. Und ja, das ist guter Schaden, aber leider zu wenig. Body Press kommt raus, zack, besiegt mich. Da müssen wir uns wohl im zweiten Kampf den Win holen. Der nächste Gegner hat ein Team rund um Koronospa und da ist Galalavados super wichtig. Dennoch leaden wir hier wieder mit Baojian und Zamazenta, weil er könnte ja auch mit Dragoran und Baojian leaden. Und Galalavados bringen wir in the bag für dieses Koronospa. Und die Prioritätsattacke von Gortraum könnte ebenfalls sehr wichtig werden. Dieses Team hat so viele coole Strategien, aber ist schon sehr unkonventionell und ein bisschen weird gebaut. Und ich hätte ja auch die Option gehabt, so ein Team zu spielen oder dieses Team in Stockholm zu spielen. Aber ich muss sagen, ich bin mit manchen Pokémon nicht so ganz warm geworden. So gerade Galalavados kann ich gar nicht einschätzen. Ist aber so wichtig gegen dieses Koronospa-Rappenreiter. Und ich würde sagen, wir fokussieren uns hier direkt mal komplett auf dieses Baojian und gehen auf Eiszapfhagel und Rambos. Denn ich habe keine Lust auf Terra Geist, denn das ist natürlich eine Option von diesem Baojian. Und wir sehen aber die Terra-Kristallisierung auf Wula Osu. Terra-Geist auf dem. Sehr krass. Gut, dass ich nicht angegriffen habe mit Body Press oder so. Das wäre sonst ein kleines Problem gewesen. Jetzt hoffe ich nur, dass da kein Schutzschild kommt. Es kommt einfach ein Nahkampf. Okay, jetzt ist halt die Frage. Welches Baojian ist das Schnellere? Ne, wer gewinnt den Speed-Teil oder hat einfach ein hartes Wesen? Oder. Diese Sachen werden wir jetzt sehen. Unser Eisterfall kommt als erstes raus. Wichtig, wir treffen auch vor allem. Vielleicht flinchen wir ja sogar. Wir flinchen sogar, haben auf jeden Fall das Glück auf unserer Seite, bekommen den Rambos raus und damit ist Baojian weg. So haben wir halt, wie gesagt, einfach nur abgedeckt, dass er nicht irgendwie Terra Geist geht und jetzt hat er halt Terra kristallisiert. Er ist Terra Geist auf Wula Osu. Das heißt, wir könnten den natürlich mit Tiefschlag angreifen, aber das kann natürlich mein Gegner auch machen, kann aber jetzt auch mit Ogerpon hier agieren, okay. Ich würde dann auch einfach mal hier auf einen Eiszapfhagel gehen und auf einen Body Press. Und er wechselt tatsächlich sogar raus, weil mein Gedanke war, ja, wir können Tiefschlag einsetzen, aber wir können natürlich Spotlighten, wie es das jenes. Und vielleicht setzt er selber keinen Tiefschlag ein, sondern greift normal an. Aber er wechselt sogar den ein und das ist natürlich super, weil wenn wir jetzt den Eiszapfhagel auf den raufbekommen, dann ist das richtig gut. Aber Ruckzuckhieb? Was? Ogerpon mit einem. Das habe ich noch nie gesehen. Das habe ich ja noch nie gesehen. Ich bin sprachlos. Das ist auf jeden Fall der Moment, in dem wir in Galalavados wechseln, aber ich bin immer noch so verwirrt. Wir drücken dann diese Turn sogar erstmal Rückenwind, bevor wir Brenner Zorn drücken und gehen mit Body Press auf Ogerpon. Er könnte nämlich mit seinem Koronospa auf Schutzschild gehen, macht er aber nicht. Er geht direkt auf die Astralfragmente. Boah, wenn ich einfach einen Umschutz drücke, dann macht er ja gar nichts diese Turn. Aber bin ich fein mit. Er hat sogar ein Lebenmob. Okay, Rankenkeule kommt raus. Bitte kein Volltreffer, das wäre natürlich super. Er bekommt keinen Volltreffer. Das heißt, wir bekommen den Wutausbruch raus. Wir bekommen den Rückenwind raus und den Body Press in Ogerpon. Jetzt hat er natürlich Tiefschlag am Start, aber Tiefschlag sollte doch nicht stark genug sein, meinen Galalavados hier zu besiegen. Da wäre ich mir ein bisschen unsicher. Nee. Galalavados hat schon einen sehr guten Bulk. Das heißt, wir vertrauen jetzt hier einfach mal und gehen auf den brennenden Zorn und setzen Rambos in Wula Osu ein. Tatsächlich kommt kein Tiefschlag raus. Richtig gut. Das heißt, Galalavados sollte jetzt hier den brennenden Zorn rausbekommen. Sollte hier vielleicht sogar den Double KO bekommen. Yo, vierfach effektiv und sehr effektiv. Und auf plus 1 sehr stark. Und das ist der Grund für Galalavados. Und unser nächster Gegner hat das Finalistenteam aus Stockholm. Das ist natürlich jetzt sehr cool, das hier zu sehen. Dann liegen wir doch auch hier mal mit Baojian und Zamazenta. Bringen Latios auf jeden Fall mit. Und wir brauchen Gortrom in the bag. Dieses Team hat es nämlich ins Finale geschafft und das war ein sehr, sehr cooles Finale und jetzt spielen wir einfach selber gegen dieses Team, quasi Finale Rematch. Der Gegner liegt auf jeden Fall sehr interessant hier mit Ogerpon und seinem Terrapagos. Da habe ich natürlich erstmal einen Vorteil, denn wir können jetzt hier auf Sanktoklinge gehen und danach direkt einen Bodypress reinhauen. Und er wechselt Terrapagos raus, aber wenn er jetzt hier wirklich in seinen Flatterhaar geht, ich habe überlegt, boah, predikte ich das? Gehe ich einfach Double Target auf Ogerpon? Er macht es wirklich. Er macht es wirklich. Krass, krass, krass. Es ist ja auch eine sehr große Gefahr, weil ich kann halt einfach Eiserpfahl Rambos auch drücken. Oder ich kann direkt auf Ogerpon gehen. Und dass ich jetzt beide Kampfattacken da reinhaue, ist traurig. Gut gemacht vom Gegner, keine Frage. Aber Ich bin traurig. So, Rankenkeule kommt rein in meinen Baojian-Slot. Macht natürlich sehr viel Schaden. Klar,
Wie spiele ich das jetzt hier am besten? Ich glaube, wir machen es tatsächlich so, dass wir auf Eiszapfhagel jetzt einfach gehen und Rundumschutz einsetzen, um Eissturm abzufangen. Weil hier könnte auf jeden Fall der Eissturm kommen, aber es könnte auch einfach sein, dass er auf Schutzschild geht. Und das ist natürlich super, wenn wir jetzt hier den Eiszapfhagel rausbekommen. Nein, er geht einfach auf einen Double Protect. Macht er natürlich auch sehr, sehr gut. Schade, schade, schade. So, das heißt, er wird jetzt hier wahrscheinlich nicht auf Rundumschutz gehen. Beziehungsweise auf Eissturm gehen, weil er jetzt meinen Rundumschutz gesehen hat. Oder ich spamme einfach weiter einen Rundumschutz, weil er vielleicht jetzt erst recht Eissturm einsetzt. Ich glaube, das Beste, was wir wirklich machen können, einfach Sanktoklinge hier reinhauen und einen Bodypress da rein. Er geht auf den Spotlight, jetzt bin ich gespannt. Kommt Eissturm oder nicht? Es kommt ein Eissturm. Krass, Alter. Jede Turn läuft nicht gut. Jede Turn einfach das falsche predicted. Aber es ist immer noch okay tatsächlich, weil wir bekommen den Bodypress, einen Ogapon und haben zwei Pokémon in the bag, mit denen ich auf jeden Fall jetzt hier noch gut Druck aufbauen kann. Also, das ist jetzt nicht das Schlimmste der Welt. Es ist halt einfach nur schade, dass die 50-50s gerade gar nicht aufgehen. Aber wir können jetzt hier einfach in Gortraum reingehen. Gortraum kann mit Grasrutsche Ogapon besiegen und wir haben den Ramboss für Flatterhaar. Das ist natürlich gut. Er kann natürlich jetzt hier wieder auf Schutzschild gehen und erstmal schauen, was ich hier mache. Klar, aber ich werde trotzdem das hier machen. Und er geht tatsächlich auf Spotlight sehr, sehr gut. Denn wir können mit Grasrutsche jetzt diesen KO bekommen. Und Flatterhaar wird auch diese Runde droppen. Das heißt, es ist plötzlich ein 3 gegen 2. Obwohl diese ganzen Turns nicht richtig liefen, sind wir jetzt immer noch in einer relativ guten Position. Vor allem setzt er Mondgewalt und Gortraum ein. Und das ist super, denn ich habe keinen Chip auf Zamazenta gefressen und das könnte für den Kampf noch richtig wichtig werden. Jetzt kommt dieses Juju rein und Juju ist natürlich ein sehr gefährliches Pokémon, keine Frage. Aber ich glaube, wir gehen erstmal auf die Grasrutsche, um Terrapagos Fähigkeit anzuknacksen und wir gehen auf ein Schutzschild. Denn wir wollen auf jeden Fall diese Terra Shell wegbekommen, dass Body Press dann auch ein One-Hit-KO ist. Und wir sehen dann automatisch auch, in was sich dieses Terrapagos lockt. Juju ist natürlich mit dem Fokusgurt ausgestattet, da bin ich mir sehr sicher. Das heißt, der wird auch nochmal gefährlich werden. Und er geht auf Hitzekoller sogar. Okay, spannend, spannend. Besiegt er jetzt hier mein Gortraum. Gortraum droppt. Sehr gut. Genau, Terra Sternenhagel ist nämlich stark genug. Das wusste ich, bevor die Animation schon rauskam. Weil Juju ist natürlich auch auf dem Feld. Aber jetzt haben wir Latios, das schnellste Pokémon auf dem Feld. Und mit Latios können wir jetzt hier Eissturm einsetzen und den Initiativdrop negieren, den wir gerade abbekommen haben. Deswegen gehen wir jetzt hier auf Eissturm und wir setzen Bodypress in Terrapagos ein. Das Gute ist, dass er jetzt in dieser Turn Terra kristallisiert. Das ist unfassbar wichtig. Es ist wahrscheinlich Juju. Nee, es ist tatsächlich Terrapagos. Oh, das ist so gut. Das heißt, kein Terra-Geist für Juju. Wir müssen jetzt nur noch mit Eissturm treffen. Wenn Eissturm beide trifft, bekommen wir den Bodypress in Terrapagos rein, bevor er hier Schaden machen kann. Dann habe ich im Fall der Fälle entweder Zamazenta oder Latios, mit dem ich das Game hier gewinnen kann. Je nachdem, wofür er sich entscheidet. Ich treffe tatsächlich den Eissturm. Sehr, sehr gut. Bodypress kommt raus. Terrapagos droppt. Und jetzt ist die Frage, drückt er hier die Feuerattacke oder die Unlichtattacke in Latios? Wenn er die Feuerattacke in Zamazenta drückt, dann muss halt Draco Meteor KO und das ist so ein bisschen gefährlich, aber er geht tatsächlich auf den Hitzekoller, er trifft, Zamazenta ist down und das Ding ist jetzt halt wie folgt, er ist auf minus 2 und allein das hilft natürlich schon mal sehr. Und da er auf minus 2 ist, werde ich jetzt hier einfach mal einen Draco droppen. Wir könnten hier natürlich Terra kristallisieren, aber genau das dachte ich mir, dass er auf Schutzschild geht. Weil jetzt können wir Terra kristallisieren und damit die Unlichtattacke abfangen, falls der Draco nicht KO'd und so haben wir in der nächsten Runde nicht irgendwie die Gefahr, dass er auf die Feuerattacke geht. Weil jetzt würde er wahrscheinlich sonst den Hitzekoller nochmal einsetzen. Und ich weiß nicht, Hitzekoller auf minus 2 könnte bestimmt KO'en. Aber jetzt sind wir safe. Ne? Falls er irgendwie mit Finsteraura crittet. Vielleicht hat er ja auch gar nicht die Finsteraura, sondern die Standpauke oder so. Kann natürlich auch sein. Aber so haben wir auf jeden Fall eine gute Chance. Draco Meteor kommt raus. KO'd das Juju. SKOE. Sehr, sehr cool. Und damit holen wir uns einen Win. Quasi das Finale nachgespielt. Das war doch nice. Genauso nice war dieses Video, in dem ich euch mein Stockholm-Team gezeigt habe.